Ich glaube nicht, dass das gesund ist, ganz ehrlich. Gerade bei Rauchen. Bei Drogen, da habe ich glaube ich schon mal drüber geredet, da kann ich noch, auch wenn sich das jetzt gestört anhört, vielleicht minimal verstehen. Weil das hat ja eine Wirkung. Ob man high ist, sich gut fühlt, wenn vielleicht, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes passiert ist. Auch wenn das keine Lösung ist, das soll man auf keinen Fall machen. Würde ich auch nie. Ja, das verstehe ich noch minimal, ja? Warum man das macht. Aber beim Rauchen? Weil, schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr das wisst, glaube ich aber eher nicht, was bringt das? Warum? Der einzige Grund, warum das Leute machen, ist, weil das andere machen. Warum denn sonst? Ich kann mir halt vorstellen, dass irgendwer sagt, wow, ich habe gerade Lust auf Qualm. Und dann steckt er so ein Ding in den Maul und zieht da dran. Und jetzt ist gerade einer rausgeflogen, das ist ein bisschen dumm. Dann werde ich wohl jemand anderen einladen. 100, mein Gott. Wisst ihr, eben hatte ich 80, jetzt habe ich 105. Nein, ich will keiner Barty beitreten. Oh, guckt euch doch mal an, wie viele Nachrichten ich gekriegt habe, das ist so schlimm. Guckt euch mal an, wie viele Leute ich auch vor allem an. Ich starte jetzt einfach mal direkt hier den ersten ein. Freundschaftsanfrage annehmen. Pass auf, der ist auch wieder... Oh, der ist online. Was ein Zufall. Eben waren so viele Leute offline, das ist richtig übertrieben. Den da habe ich, glaube ich, schon nicht gehabt. Ja, offline. Ja, tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich jetzt so offscreen, wie heißt das? Ja, AFK hier rumgammel. Vor allem, weil ich die anderen Leute gerade übelst blockiere bestimmt. League a Boss. Ah, oh, der ist da. Doritos Crash Course. Das habe ich auch mal gespielt. Ach, da ist einer beigetreten. Nein, da ist einer. Sag mal, wo kommt der denn her? Onkel Spacko-Zombie. Ja, toll, jetzt sind hier voll wenig Leute drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wow, 6 Leute. Das ist aber nicht gerade so toll. Hey, war der Zombie da jetzt ein echter Typ oder war das? Ralle ich nicht. Warum schreiben die überall Schilder hier hin? Ich muss noch mal ein paar Leute einladen, nur irgendwie ist das gerade ein bisschen schlecht. Da möchte ihre Freundesliste. Ich glaube, der war aber schon, kann das sein. Der war, glaube ich, auch schon. Stefan macht Feuer. Stefan macht Feuer. Oh, es ist auch so, dass voll viele Leute irgendwie, keine Ahnung, was anderes am Spielen sind gerade. Nein, ich will keiner Party beitreten. Ist hier noch Freundesanfragen, lad mich ein. Ja, habe ich gerade. Scheiße, das ist ein bisschen doof, dass ich jetzt hier so lame hier, ja, Leute einladen muss. Ist der hier drin? Nein, ich habe den zur Party eingeladen. Ups, sorry. Machtfeuer ist dem Spiel beigetreten. Gut, jetzt brauche ich noch einen. 6 ist jetzt ja da. Oh, das ist auch ein gutes Beispiel. Da hat einer Gay Station 3 geschrieben. Aber irgendwie ist das doch scheißegal. Das ist ja so Konsolen, ne? So, die ist besser, die ist besser, die ist besser. Mir ist das doch scheißegal. Was besser ist, ich spiele das, was ich will und das wart. Da kann mir keiner sagen, na, die ist scheiß, spiel was anderes. Weil, warum? Das, was ich spiele, finde ich gut und das ist so. Und ich hoffe einfach mal, dass der da jetzt beitritt, weil dann ist wieder alles okay. Ich lade einfach mal ein paar Leute. Nein, jetzt habe ich ihn auch zur Party eingeladen. Bin dumm. So, ich glaube, die waren schon. War der schon? Ich glaube, der war auch schon. Egal, einfach mal. Oh, Gott sei Dank, da ist einer beigetreten. Ja, WTF! Aua! Bauen die mich hier ein, ey. Ich krieg zu viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Alle sind wieder da. Oh. Ach, bei der Xbox-Version ist das noch so, dass man gegeneinander rennen kann. Bei der PC-Version ist das mein Gott, ist das ja mittlerweile so, dass man... Ja, wenn man gegeneinander läuft, dass man einfach durcheinander läuft. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber egal. Man läuft durcheinander. Läuft... Ja, doch. Gibt eigentlich kein anderes Wort dafür. Kommt mir nur so vor, dass er gerade irgendwie derbe leise. Was steht denn da so Schönes? Anjo ist der Beste. Anjo ist besser als Elotrix und Kronk. Ja gut, dass ich besser als Elotrix bin, das würde ich einfach mal sogar selber behaupten, ja? Nimmst du das auf? Oh mein Gott, irgendjemand redet. Ich muss ihn stumm schalten. Wer redet denn da? Ich denke mal hier der neue Typ, ne?
Stumm. Okay, ich hoffe einfach mal, dass jetzt keiner mehr redet. Der rennt die ganze Zeit im Zombie-Mode darum. Guck ich mal, wie das aussieht. Oh, fuck. Warum ist er da plötzlich so leise? Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Was ist denn das hier? Oh, fuck. Hier ist ja die Wand. Irgendwie weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo die Mitte ist. Egal. Warum ich das gerade gesagt habe mit dem Allotrix-Typen da. Ich habe mir ein Video, weil der wurde ja so derbe gehypt, ne? Ich glaube, der hat jetzt über 300.000, über 350.000 Abonnenten oder so. Und ja, ich bin dann mal auf seinen Kanal gegangen, weil ich wollte mir das Ganze mal angucken, ne? Und der muss ja irgendwie gut sein, wenn man so viele Abonnenten hat, oder? Habe ich mir zumindest gedacht. Bin ich draufgegangen. Klicken Video an. Erstmal übelst die Gammelqualität. Also, HD kann man das nicht nennen. Dann, ja, sage ich mal, sehr lauter Mensch. Ein sehr lauter und aggressiver Mensch, würde ich mal sagen. Ich hoffe einfach, dass das gespielt ist. Weil, wenn es anders ist, dann würde ich einen Arzt empfehlen. Dann, die Wortwahl ist ziemlich, ja, wie soll man sagen? Wie heißt das eine Wort da nochmal? Das eine Wort, ich sag mal perverse Wörter benutzt. Wie heißt das nochmal? Mir fällt gerade echt ein, ich bin ein bisschen dumm. Die bauen alle hier nicht gammel hier rum. Mir fällt gerade kein Wort an. Auf jeden Fall benutzt er sehr oft sehr komische Wörter. Sehr aggressiv, beleidigt die ganze Zeit. Und hat übelst die Scheißqualität. Und das ist wirklich so. Also zumindest von dem Video, was ich gesehen habe. Dann habe ich direkt weggeklickt und habe den auch blockiert. Weil so mit sowas, wenn das wirklich so ist, also wenn der wirklich so vom Charakter ist, dann will man eigentlich nichts wirklich damit zu tun haben. Weil das sind dann so genau so Menschen, die man nicht mag. Zumindest ich nicht. Viele von euch werden den vielleicht mögen und jetzt zu denken, hey, neidisch, ey, Spacko. Aber ja, dann deabonniert mich halt und guckt den weiter. Der macht sich auch so viel Mühe dabei bei seinen Videos. Also sowas verstehe ich echt nicht. Wenn man dann durch sowas gehypt wird, indem man extrem asozial rumbrüllt, übelste Scheiße macht und das wird dann auch noch gehypt, aber das ist halt die allgemeine Dummheit wieder. Und gucken so viele, das ist wie mitten im Leben oder so ein Scheiß. Unglaublich dumm, aber schon wieder so dumm, dass das interessant ist. Das ist, oh, er ist ins Loch gefallen. Eine Taktik, mit der man, ich würde mal sagen, leicht, jetzt bezogen aufs Fernsehen, obwohl, ich denke mal, der hat auch monetarisierte Videos und verdient damit Geld, richtig viel Geld, vermutlich. Eine leichte Art, sehr viel Geld zu verdienen, ohne viel Arbeit. Was jetzt aber nicht heißt, dass Let's Plays keine Arbeit sind. Und warum komme ich hier von einem auf zum anderen Thema? Ich würde gerne mal ein Video machen, wo ich zeige, wie ich einmal aufnehme, also eine Aufnahmesession. Damit ihr mal seht, was dahinter für Arbeit ist. Weil ich kann mal kurz auflisten, was man machen muss. Also, da werde ich, denke ich, nochmal ein Video drüber machen. Aber ich würde sagen, ich liste das jetzt einfach mal auf. Man kann eben weggehen. Wow, grüne Scheiße. Wollen die mich hier vergiften oder was? Ich werde das jetzt einfach mal aufzählen. Also, man beginnt. Man startet, so wie ich. Also ich mache das jetzt nach meiner Aufnahmeart. Ich starte Fraps. Da ist einer abgehauen. Alter, nicht. Ich starte Fraps. Ich starte meine TV-Karte, beziehungsweise das Programm. Ava Media, was weiß ich was, wie das heißt. Dann starte ich Outer City. Dann werde ich mit Outer City mein Mikro aufnehmen, aber die, also das Rauschen. Aktiviere eine Rauschentfernung. Dann mache ich eine kurze Testaufnahme von Ton und Video. Ob alles funktioniert, das hat geil ausgesehen, so ein epileptischer Zombie-Anfall. Wenn die Tests dann alle gut gelaufen sind, lösche ich die Dateien natürlich erstmal, damit die nicht sich auszusehen in das Video reinschmuggeln und das fertige. Dann schließe ich alle Programme, damit halt keine Überlastung da ist. Man kann natürlich während dem Aufnehmen, zumindest mit dem Hyper-PC,
gerade so viel machen, weil dann wirklich alles anfängt zu ruckeln. Dann muss ich mal kurz überlegen. Ja, also mit dem Testen ist ja inbegriffen, ob mein Mikro laut genug ist, alles mögliche, ob der Ingame-Sound laut genug ist und so. Dann, ja. Oh, was macht der da? Wieso ist der Ton aus? Die machen gar keine Geräusche mehr, die Leute. Dann, ja, drücke ich auf den Aufnahmeknopf. Also mache erstmal einen Timer stellen. Je nachdem, wie lange ich aufnehme. Timer stellen, aufnehmen. Ich rede, nehme auf, bla 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 bla. Das ist eigentlich das Einfachste. Also das, was ich jetzt gerade mache, ist das Einfachste. Nach der Aufnahme, die dann ja Zeit kostet. Was steht da? Ja, ich weiß das mittlerweile. Ich bin voll gut. Nach der Aufnahme. Warum sind jetzt zwei Creeper? Nach der Aufnahme wird dann halt gestoppt, alles überprüft, ob es okay ist. Dann wird gerendert. Ich ziehe die ganzen Dateien. Einmal natürlich die. Nee, erstmal. Oh, jetzt ist schon wieder eine rausgeflogen, Geist, hab ich keinen Bock mehr. Erstmal mit Outer City jetzt die Rauschentfernung drüber machen. Dann einen Kompressor aktivieren, damit die Stimme an allen Stellen relativ gleich laut ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel laut rede. Oder wenn ich leise flüstere, damit das ungefähr laut ist. Gleich laut ist. Ja, dann exportiere ich die Audiodatei von der Sprachdings. Hab die dann als Einzeldatei. Ich benenne die übrigens immer meistens M1 oder so, also Minecraft 1. Oder zum Beispiel Mario 1 mache ich MA1. Oder Zelda 1 mache ich Z1, also ganz simpel. Wenn ich das Audio dann bearbeitet habe, habe ich das natürlich exportiert. Dann ziehe ich die Fraps-Dateien, die natürlich riesengroß sind. Meistens sind das bei so einer Aufnahmesession von einer Stunde wie viele Dateien? Ich denke mal, warte, ich muss da kurz überlegen. 20? Kommt drauf an, je nachdem, welches Spiel das ist. Und das sind jeweils dann eine Datei davon, von den 20, ist 3,95 GB groß. Also das strapaziert ganz schön die Speicher-Dings, Festplatte. Ja. Dann, ich brauche gerade richtig lang, weil ich irgendwie überlegen muss, ob man da alles machen muss. Ist ein bisschen kompliziert. Dann öffne ich mein momentanes Renderprogramm, was richtig gut ist, kann ich nur empfehlen. Das benutzt auch GLP. Benutze ich Adobe Premiere Pro CS6 momentan. Die neueste Version also. Damit kann man, ja, eigentlich perfekt rendern. Ist relativ simpel, in extrem hoher Qualität, also in der besten praktisch. Originalqualität geht alles. Boah, ey, das geht so ab, ne? Aua. Dann. Ja. Alles natürlich schneiden, bearbeiten, gucken, dass das synchron ist. Je nachdem, ob ich jetzt mit Webcam aufnehme, ob ich ohne Webcam aufnehme, ob ich. Ja, irgendwelche Special-Effekte da einfügt, zum Beispiel Echo-Effekte, ob ich bei Minecraft, wie jetzt zum Beispiel die Playlist im Nachhinein einfüge, jedes Mal die Tonstärke anpassen bei jedem Lied, damit das gleich laut ist. Und damit, oh, ich bin fertig, wir sind fertig. Würde ich sagen, gehen wir mal raus, ne? Damit, ja, alles schön ist. LOL. Aua, warum hat er gerade so übelst geleckt? Dann muss man natürlich, wenn man das alles gemacht hat, was übrigens auch relativ lang dauert, je nachdem, was für ein Spiel man hat, wird gerendert. Mit dem Programm dauert das auf hoher Qualität. Ich könnte 1080p, ich könnte sogar Originalqualität rendern mit dem neuen PC, mit dem neuen Monitor jetzt. Aber ja, bei Minecraft lohnt sich das irgendwie nicht so ganz. Dauert auf 720p, also die, ja, okayste Qualität, würde ich mal sagen, in HD, also die niedrigste HD-Qualität. Dauert, ich würde mal sagen, eine Stunde Aufnahme-Dings dauert 5 Stunden zu rendern. Mach weiter mit deinen geilen Lesmils. Wer hat das geschrieben? Killaxa da. Hallo! Ja, batsch dir dem einfach die Schilder kaputt. Wisst ihr was? Ich rede jetzt noch ein bisschen weiter und lasse deswegen währenddessen hier ein paar ja, Leute rumgämmeln. Ich will auch was schreiben zu denen. Ich brauche ein Schild. Ich brauche ein Schild erstmal Dings hier lernen. Ich muss mal gucken kurz, wie mit der Aufnahme Dings aussieht. 12 Minuten noch, okay. Da haben wir doch schneller gebraucht. Ich will noch schnell was sagen. Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, dann rendere ich das. Dann muss ich noch die ganzen Thumbnails machen, die natürlich wie jedes einzelne speziell angefertigt ist. Dann muss ich die Titel benennen und alles. Muss dann hochladen, was auch nochmal ein bisschen dauert. Zur Playlist hinzufügen. Ja,
Kommentar dabei schreiben. Also nicht jetzt einen Kommentar in die Kommentarsektion, sondern in der Videobeschreibung steht ja immer noch ein Kommentar. Mein Gott, ist das laut. Ja, ist okay. Ich will noch was schreiben. Okay, da. Und auf jeden Fall mache ich dazu nochmal ein extra Video, damit ihr seht, wie viel Arbeit das ist. Hier kam jetzt vielleicht nicht so ganz geil rüber. Aber ihr werdet dann sehen. So, jetzt schreibe ich kurz. Danke fürs Danke fürs Mitmachen. Ich hasse das bei der Xbox zu schreiben, so übertrieben, ne? Machen. Smiley. Wenn jetzt einer das Schild kaputt schlägt, ich schlag den selber in die Fresse rein, ey. Smiley. Ey, ne, oder? Ah, doch. Ihihihi. Yay. Ich guck mir noch kurz an, was die da so schreiben. Und ich würde mal sagen, das war dann jetzt. Das hat relativ kurz gedauert, muss ich schon sagen. Hat kurz gedauert, ist ein Satz, keine Ahnung. Ich bedanke mich dann natürlich bei den ganzen Abonnenten, die hier mitgemacht haben. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ich sag tschüss und jetzt gerät dann noch ein bisschen Angst. Und ja, was gibt es hier zum Ende noch zu sagen? Cheater. Yay, yeah, ich bin der Geist to you. Okay, das ist jetzt aber wirklich, das reicht jetzt aber wirklich. Tschüss. Da wollte sich gerade einer in meine Aufnahme reinbatschen. Nee, egal. Okay, wirklich jetzt. Tschüss. Tschüss, Abonnentis. Tschüss, alle Welt. Tschüss, Himmel. Egal. Weg.